Ja, du musst backen ein bisschen, weißt du? Ruf einen Mitspieler an und mache ihm ein Kompliment. Welches Vorurteil über dich würdest du gerne ein für alle Mal klarstellen? Damals wurde gesagt, dass ich eine Krevette war, weil ich so dünn war. Genau. Man hat mich als Krevette genannt. Das ist ganz einfach. Ich komme nicht von Glarus. Ich bin ein Zürcher. Das ist nur mein Heimatort. Mein Handy ist dort. Ich rufe den Sack an. Wir nehmen ihn wahrscheinlich sofort ab. Welchem Teamkollegen würdest du nie dein Auto ausleihen? Das ist eine fiese Frage. Es sind zwei. Einer, der nicht dabei ist, das ist definitiv der Josip. Ihm würde ich das Auto nicht geben. Ich würde es allen ausleihen. Ich vertraue allen meinen Mitspielern, also kein Problem. Früher, als ich noch mit dem Greg zusammen gespielt habe, sind wir zusammen heimgefahren von Deutschland. Und ja, ich glaube, ihm würde ich es auch nicht geben. Zuckeria, FaceTime. Kannst du mich nicht in den Stich lassen. Okay, ich mache eine Sprachnachricht. Salut mon bébé, t'es tellement beau et tu me manques. Ich habe gesagt, er ist so hübsch und ich vermisse ihn. Welchen Spieler, der an der Euro dabei ist, hättest du gerne in deinem Team? Ich glaube, Kylian Mbappé hat jeder gerne im Team. Kylian Mbappé. Wir suchen ja momentan gerade einen Stürmer. Es wäre nicht schlecht, dass wir einen Stürmer mehr hätten. Ich würde jetzt auch mal sagen, vielleicht Jamal Musiala. Ah. Sehr mit dem Herzli wieder zurück. Salut mon bébé. Tu dormais? T'es trop beau. Tu es ok pour te dire ça? Je parle trop? Tu m'as énervé là. Ok, ciao. Wer wird Europameister? Gute Frage. Ich hoffe Schweiz. Ich hoffe natürlich die Schweiz. Wir geben alles für das. So, bei der habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Was hast du immer im Kühlschrank? Joghurt für meinen Sohn. Ja, ich würde fast schon sagen Käse. Also ich liebe Käse, egal, harter Käse, weicher Käse. Milch würde es nie fehlen. Ich habe gerne Morgen, ich habe gerne Abendmilch. Zeig uns deine Euro-Jubelgäste. Als Torhüter ganz schwer ein Tor zu machen. Das ist einfach. Ich würde einfach schreien. Ja! Vor der letzten Euro haben wir auch müssen so ein Jubel zeigen. Und ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr lang kein Goal mitgemacht. Dann haben ein paar vor mir so gemacht. Und dann dachte ich, okay, wenn das der Monkey ist, weißt, dann mache ich so. Und dann am nächsten Tag haben wir ein Freundschaftsspiel gemacht und ich habe direkt ein Goal gemacht. Seitdem ja, das habe ich patentiert. Welcher Teamkollege macht die besten Witze? Fabian Rieder macht gute Witze. Ich glaube, der Brel macht, ist der lustigste und der macht viele Witze. Relembolo. Bei jeder Mahlzeit. Ich glaube, er ist am Witz am Machen, am Lachen und das ist gut für die Mannschaft. Aber die besten Witze hat eigentlich immer der Jonas Omlin gemacht. Jonas ist einfach so lustig, dass er selber immer am meisten über seine eigenen Witze gelacht hat. Und das hat auch dann angesteckt. Welcher Teamkollege hat das außergewöhnlichste Talent? Weil ich halt gerne die Musik höre, finde ich es halt cool, weil der Jan halt Gitarre spielt. Also ich habe noch nie etwas gehört am Abend oder am Morgen. Vielleicht macht er es heimlich, das weiß man nicht für mich. Ich weiss nur jemanden, der wirklich außergewöhnliches Talent hat, und das ist der Manu Akanji. 24 mal 75. 1800. Ich habe es noch gar nicht eingetippt. Imitiere einen anderen Dialekt. Und dann gehe ich auf Fußball spielen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Dialekt ist, aber Berner vielleicht? Gehen wir irgendwo an Dolma oder so irgendetwas. Keine Ahnung. Kann ich etwas anderes nehmen. Nochmal, komm. Blau jetzt. Welche ist deine schönste Euro-Erinnerung? Das erste in Frankreich. Sehr, sehr speziell für mich und meine Familie. Dann der Euro ist einfach nochmal ein Tick anders. Und ja, das spürt mir den Druck, aber es ist ein positiver und ein schöner Druck. Gegen Frankreich. Einfach mit der ganzen Geschichte, dass jetzt der Sommer den letzten 11 Meter noch gehabt hat von Mbappé. Sommer her!
Das ist ein Spiel, das ich allgemein in meiner Karriere nie vergessen werde. Das waren Emotionen. Welches Haushaltgerät brauchst du am meisten? Die Kochpfanne. Pfanne. Die Wäschmaschine. Oder der Sauger, Staubsauger, ja, wo ich die Wohnung ab und zu mal ein bisschen putze oder Wäsche mache. Ja.